Sind deine Eltern stolz auf das, was du bisher erreicht hast? Bestimmt. Doch, ich glaube schon. Ja. Ich glaube, das muss man meine Eltern selber fragen. Ganz klar, ja. Das sagen sie mir auch sehr oft. Stolz, ja, aber ich glaube, im Moment überwiegt eher die mütterliche Sorge. Aber der Papa ist immer stolz. Passt schon pur. Mach weiter. Ja, na, also im hoffe Großen und Ganzen ich. schon. Das passt schon. Ja, bei mir Ja. auch. Sind deine Eltern stolz auf das, was du bisher erreicht hast? Fang du an. Bitte fang du an. Ja, natürlich würden die sich wünschen, dass ich ein Studium beendet hätte. Aber Schule war nichts für mich. Also ich glaube schon, dass meine Eltern stolz sind, weil sie gesagt haben, dass ich nie ein BWL-Studium schaffen werde. Und jetzt habe ich es geschafft. Ich habe zwar noch nicht viel erreicht, aber meine Eltern sind stolz auf Sie mich. unterstützen mich in jedem Weg, den ich mache, und sie finden gut, was ich meinen eigenen Weg lebe und nicht irgendwie irgendwas hinterherlaufe, was dann mir anscheinend irgendwann das große Geld geben könnte, sondern eher das mache, worauf ich Lust habe. Meine Mama ist vielleicht ein bisschen unzufrieden damit, dass ich noch keinen festen Plan habe für den Herbst. Vielleicht. Meine Familie legt da viel Wert darauf, dass man arbeiten geht, dass man sich der Gesellschaft unterordnet und dass man halt mit der Masse mitläuft. Und ich bin da halt eher so ein bisschen das Gegenteil halt. Und deswegen würde ich sagen, nein. Meine Eltern oder gerade mein Vater, der würde jetzt nie mich in den Arm nehmen. Der ist einfach nicht der Typ, sagt, ich bin richtig stolz auf dich. Aber er erzählt es dann anderen Leuten und die kommen dann zu mir, ah ja, dein Papa hat mir schon das erzählt und du machst ja noch das und davon hat mir dein Papa vorgeschwärmt. So ist es bei mir. Und dann. Stimmt. Auch wenn es vielleicht nicht so oft gesagt wurde, so in Worte gefasst, aber man merkt das ja schon, so wenn man mit seinen Eltern umgeht. Und ich glaube, man spürt das auch einfach. Also ich würde Ja. sagen, man spürt das. Unterstützen dich deine Eltern bei deinen Entscheidungen? Ja, bei allen. Zu 100%. Ja. Haben Sie immer? Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja oder nein? Ja. Wenn Sie. Ja. Also, auf jeden Fall ja. Die lassen mir aber auch die Wahl. So, ich glaube, die würden sogar zulassen, wenn ich tendenziell die schlechtere aus deren Perspektive Entscheidung treffe. Aber es gibt natürlich auch manchmal Entscheidungen, mit denen die Eltern nicht einverstanden sind. Das ist ja auch deren Job als Eltern eigentlich so. Und ist ja auch manchmal nicht schlecht. Also, sie unterstützen einen schon bei großen Entscheidungen oder manchmal äußern Ja. sie zumindest ihre Zweifel. Das ist auch gut. Unterstützen dich deine Eltern bei deinen Entscheidungen? Ja, wenn ich sie hinzuziehe oder frage. Auch eindeutig ja. Klar. Ich erzähle, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe. Aber im Zweifel sage ich einfach meistens, ach nö, habe ich noch nicht entschieden. Sie lassen mir aber auch absolute Entscheidungsfreiheit. Also ich, das ist echt super. Super Eltern habe ich. Und so würde ich das auch übernehmen bei meinen Kindern dann. Dass nicht irgendwann sagt, nein, das darfst du nicht machen, sondern sie sollen ihre eigenen Erfahrungen machen. Ich teile ihnen natürlich viele Entscheidungen mit, weil ich jetzt nicht mehr in vielen Sachen meine Eltern frage, sondern eher mit meiner Beziehung oder mit meiner Freundin mich austausche, aber auch mit Freunden. Aber wenn ich mich dafür entscheide, unterstützen sie mich auch. Ich fälle eigentlich keine Entscheidung ohne meine Mama. Ja, letztendlich muss ich eine Entscheidung selber treffen und Also ich rufe sie ganz oft an und will nochmal ihre Meinung hören. ich glaube, dann hole ich mir eher Rat bei Menschen, die sich weniger Sorgen machen. bei mir ist es ähnlich. Also wenn ich mal wirklich was brauche oder irgendwie einen Rat, dann ist das, kommen da meine Eltern komplett zu 100% auf mich zu und unterstützen mich da. Hast du dich schon mal mit deinen Eltern zusammen betrunken? Ja. definitiv. Ein paar Mal, ja. So richtig betrunken, sicher nicht, nee. Ich will meine Eltern auch nicht wirklich betrunken erleben. Das wollen sie, glaube ich, von mir auch nicht. Ich würde nicht wollen, dass die sehen, was aus mir passiert, wenn ich Intus habe. Das ist schon mal passiert, würde ich behaupten. Ja, kann man so sagen, also auf Familienfeiern. Mit seinen schon, mit meinen nicht wirklich. Nein, habe ich auch noch nicht. Nein. Nee. Ich finde das ganz, ganz unangenehm, vor seinen Eltern betrunken zu sein. Ich mag das überhaupt nicht. Ich finde auch, das ist so eine Grenze, die man nicht unbedingt überschreiten sollte. Ich muss nicht meinen Eltern die Bude vollkotzen. Also das. Nein, danke. Wir haben uns auch nicht weggeschossen, aber wir waren halt schon ein bisschen weiter aus unserem Geisteszustand raus, als wir Ich eigentlich war sein schon sollten. einigermaßen blau. Ja, du warst. Ja. Ich weiß nicht, das ist auch komisch. Wahrscheinlich in 20 Jahren trinkt man jeden Abend mit seinen Eltern, wenn man sie sieht. Hast du schon mal mit deinen Eltern einen Joint geraucht? Ja oder nein? Nein, habe ich nicht. Nein, nein. Mit meinen Eltern nicht, aber mit anderen Eltern. Nein, habe ich nicht. Hast du schon mit deinen Eltern einen Joint geraucht? Nein. Nein. Wenn ich jetzt mein Paar frage, was ein Joint ist, dann wird es schwierig. Also ich glaube nicht, dass meine Eltern jemals einen Joint geraucht haben. Deshalb nein. Ja. Nein. Nein. Das wird auch niemals passieren. Doch, wart's ab. Ich glaube, deine Mama ist egal. Meiner Mama. Es würde, glaube ich, jeden mal reizen.
mit meiner Oma. Was? Also die meinte so, ja, so bevor sie stirbt, möchte sie das einfach mal noch ausprobieren, weil sie kriegt ja mit, was die, was unsere Generation so treibt und sie möchte das mal ausprobieren und es war auch sehr nett. Nein, würde ich auch. Nein, würde ich auch gern mal. Weil ich glaube, seine Mom wie meine Mom würden dann wesentlich entspannter bei manchen Dingen an die Sache gehen. Ja. Sprichst du mit deinen Eltern über Herzensangelegenheiten, ja oder nein? Nö, eher weniger. Echt nicht? Mhm. Also ich schon. Schwierig. Ich mache das auf jeden Fall. Nee. Manchmal? Also ja, kommt immer drauf an. Jeder Elternteil ist so für gewisse Themen immer zuständig. Das Verhältnis zu meinen Schwiegereltern würde ich zum Beispiel mit meinen Eltern besprechen, aber nicht, wie meine Beziehung läuft. Nee. Echt, voll nee. Schade. Machen die auch nicht. Hör mal, wenn ihr das hört. Sprichst du mit deinen Eltern über Herzensangelegenheiten? Ja. Als Mann ist das so ein bisschen unangenehm, mit den Eltern darüber zu sprechen. Als Frau oder als Mädchen macht man das, mit der Mama darüber sprechen, aber als Mann, keine Ahnung. Das hat sich einfach zwischen mir und meiner Mama nie irgendwie diese Art von Beziehung entwickelt, so. Also irgendwie freundschaftlich. Meine Mutter würde schon gerne wissen wollen, aber ich habe dann immer Angst, dass es falsch versteht oder dass ich dann wieder eine Predigt gehalten bekomme oder, ja, nee, da habe ich einfach keine Lust drauf. Die wissen immer, wie es mir geht und wissen auch, warum es mir nicht gut geht oder warum es mir gerade gut geht. Ich kann mit denen über sowas sprechen, ja. Es ändert sich, wenn du in einer langen Beziehung bist, wo du das Vertrauen zu der Person immer mehr auch Platz einnimmt und man nicht mehr alles mit seinen Eltern bespricht, weil man irgendwie auch eine Loyalität gegenüber dem Partner hat. Aber ich bespreche schon relativ viel mit denen. Wenn man seine Freundin bei seinen Eltern verpetzt, dann haben die Eltern ein schlechtes Bild von der Freundin oder andersrum. Deswegen lieber klare Grenzen haben. Bist du mit deinen Eltern auf Facebook befreundet? Nein, sie haben es natürlich versucht. Ja, mit meiner Mama schon. Ich habe kein Facebook, aber meine Mutter hat ein Facebook. Das können wir gleich mit Nein sagen, wenn wir beide nicht sind. Und ja. Wahrscheinlich unsere Eltern auch nicht. Nein, meine Eltern haben kein Facebook. Nein, meine Eltern haben auch kein Facebook. Zum Glück, das wäre auch echt peinlich. Also meine Mama sagt schon mal, sie würde es, glaube ich, gerne, aber sie weiß, dass wir es nicht so cool fänden. Ja. Nein, meine Eltern haben kein Facebook. Ich habe ihn einmal gefragt, warum bist du mit mir nicht bei Facebook befreundet? Sagt er, ich will das nicht. Muss ich das? Ja, ja, tatsächlich. Aber ich muss trotzdem schon mal aufpassen, dass ich bei gewissen Sachen meine Eltern nicht markiere oder rausnehme. Sie stalken mich auch auf Instagram, ohne ein Smartphone zu besitzen. Ich finde es ganz witzig, dass Eltern das auch für sich so entdecken. Sie ist bei anderen, wenn die mit ihren Eltern befreundet sind, dann kommentieren die jeden zweiten Status drunter manchmal. Und das ist ja dann zu peinlich. Manchmal denke ich mir so im Nachhinein, wenn man feiern gegangen ist, okay, oh scheiße. Hätte man jetzt nicht posten müssen, dass man da und da ist. Aber naja.